Oh, nein! Ah! Fuck! Wenn ich jetzt jemanden dabei gehabt hätte, würde ich jetzt fragen, ob alles okay ist, aber... Scheiße! Was mache ich denn jetzt? Willkommen zurück zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Ich bin der Hannes Pauke und heute fahren wir von Kiel nach Hannover. Ja, eigentlich hatte ich ja vor, was anderes heute zu machen. Das klappte dann allerdings nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Dementsprechend musste ich jetzt ein bisschen umplanen und umdisponieren. Aber ich hoffe, das macht jetzt nicht allzu viel. So, hier haben wir unseren kleinen schicken Ifiko. Und anspringen tut er immer noch wie eine Katze. Ja. So, inzwischen weiß ich ja, wie man das Navi verstellt. Oh Gott, wo will ich denn hin? So, und Handbremse ist mein bester Freund. Also, wer es nicht weiß. Oh. So, wir müssen 1 Kilometer fahren zum nächsten Trailer. Und auf Dauer können wir uns natürlich mal einen neuen holen. Oder wir streben sogar ein Let's Play an. Das ist mir aber eigentlich, ja, ich sag mal, relativ egal. Das dürftet ihr dann entscheiden. Also ich würde mich da ganz euren Interessen anpassen. Und ja. So. Also das mag ich ja an diesem Ifiko. Der ist schön aufgeteilt hier. So. Fahren wir auch nochmal eben um eine Kurve. So, ich bin da. Joe ist da. Ja, und Joe, also wie ich auf diesen Namen kam, das weiß ich bis heute immer noch nicht. Der ist mir spontan eingefallen. Inzwischen kann er ja sogar die Abkürzung für Johannes Pauke darstellen. So, Ölfilter wollen wir ja machen. Wir könnten auch Zucker machen. Dafür geht dann nach Rostock. Aber nein, wir bleiben jetzt bei Hannover. Und zwar transportieren wir heute Ölfilter. 12 Tonnen Gewicht. Kriegen wir doch wohl hin. So, Auflieger steht bereit. So. La la la. Ich sollte mir echt mein Lenkrad besorgen. Aber ansonsten. So, Vorwärtsgang rein. Und voll Stulle geben. Wir haben es eilig. So. Wir gucken nicht nach rechts und nicht nach links. Ja, fahr doch vorbei, ey. Wo hast du denn deinen Führerschein gemacht? In der Blindenfahrschule oder was? So. So. Nach rechts müssen wir dann also. Gut, das kriegen wir ja wohl hin. Ich denke schon. So. Einmal Differentialsperrung anmachen und dann Vollgas. Einmal hier rum, bitte. Oh, aufpassen. Okay, die Sonne blendet gerade ein wenig. Und ich habe ein bisschen was in den Einstellungen verändert. Also an den Grafikeinstellungen. Ich habe es mal ein bisschen höher geschraubt. Hab mir mal gedacht, das kann man ja mal ausprobieren. Und es läuft auch performancetechnisch ganz gut. Ja, bin ganz zufrieden damit so. So, einmal hier oben Kurve. Das ging voll da hoch. Haben wir Schaden? 1% LKW, ja gut. 2 Stunden ist unsere nächste Pause. Die werden wir nicht machen, wir fahren nämlich durch. Wir machen heute... Oh, mein Blinker ist an. Ich denke, wir machen heute mal eine Doppelfahrt. Das heißt, wir fahren jetzt einmal von... wir fahren jetzt einmal nach Hannover. Und von Hannover aus fahren wir dann weiter. Also wir machen dann noch einen Schnellauftrag, irgendwie was Kurzes. Weil sonst wird das Video so kurz, nur so um die 10 Minuten. Das ist nicht wirklich viel. So, schalten. 12 Gänge haben wir, das ist gut. Hier geht's nach Dänemark. Könnten wir auch hinfahren, wollen wir aber gerade nicht. Wir fahren geradeaus. Ja, und inzwischen finde ich sogar, ist es ganz hübsch geworden, jetzt mit den neuen Grafikeinstellungen.
So, Licht brauchen wir nicht. Ach, hier. So, Tempomat. Und jetzt gib ihm. So, jetzt zieht er ordentlich. Gib Gas. So, und dann wollen wir mal gucken, was er macht. So. Oh, was war das denn? Sag mal, siehst du mich nicht? Ich war hier in... Boah, wie viele Tonnen haben wir? 12 oder so, ne? Ich war hier 12 Tanken Ölfilter durch die Gegend. Du Bekloppter. So, jetzt nehmen wir die Kurve ganz... Naja, auf halb über zwei Spuren. Das macht aber nichts. Ja, und für denjenigen, der sich gerade fragt, wann kommt der Gamer mal wieder mit rein? Beim Gamer ist im Moment schwierig mit der Zeit. Er versucht es. Nur meistens ist es dann so, er muss kurzfristig dann nochmal absagen. Ist nicht so toll, aber naja, komm. Wir probieren trotzdem, das so gut wie möglich hinzukriegen. Der wird natürlich demnächst auch wieder dabei sein. Aber im Moment hat er halt nicht so wirklich Zeit dafür. Muss ich leider sagen. Und ja. So. Und wenn ihr noch gute Spielvorschläge habt, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Hinterlasst ein Like oder vielleicht sogar ein Abo. Das würde uns auf jeden Fall... weiterhelfen, sage ich mal. Und hier nochmal der Aufruf. Ab 100 Abonnenten gibt es unsere Minecraft-Stadt, die wir, der Gamer und ich, aufgebaut haben, als kostenlosen Download. Zur Verfügung steht er dann. Das werden wir wahrscheinlich sogar an den Anfang dran knipsen, wenn ich das nicht vergesse. So. Schneller kann der LKW leider nicht. Aber ich glaube, das ist mit jedem LKW so. So. Wir haben gerade einen Durchschnittsverbrauch von 31,3 Liter auf 100 Kilometer. Das geht ja sogar noch. Temperatur, ich muss mal kurz gucken. Öl hat 91 Grad und das andere ist... Ich kann es gar nicht erkennen, was es ist. Das obere ist. Ich markiere das jetzt mal rot. Ich weiß gar nicht, was das ist. Wow, wir sind erst 360 Kilometer gefahren. Mit dem LKW hier. Naja, gut, wollen wir mal gucken. Bleib weg. Boah, jetzt nimmt er mich aber in eine Zange. Kleiner Transit, ey. Ja, man erkennt ja, dass es ein Transit ist. Also ein Ford Transit. La la. So, und jetzt fahren wir einmal rechts. Oh Gott. Und wieder le... Oh. Ich will nicht unbedingt einen Unfall bauen. So. So, lalala. So, und dann sind wir gleich schon in Hannover. Da haben wir es fast schon geschafft. Jetzt sind es noch im Spiel 1 Stunde 30 ungefähr. Noch 90 Kilometer knapp. Dann haben wir es schon geschafft. Und ich muss sagen, ich finde es echt schön, wie so die Sonne rechts so reinscheint. Ich mach mal hier den Spiegel weg. Oh, den Spiegel weg. Ah, ist das schön. Die Sonne scheint so schön rein. Ja, mein Gott. Gern noch lauter.
Ich sollte in den Spiegel gucken, nicht auf meinen zweiten Monitor. Denn ja, ich habe zwei Monitore derzeit. Auf dem rechten spiele ich gerade, auf dem linken läuft nebenbei noch das der Timer und das Aufnahmeprogramm. Dann weiß ich immer so ein bisschen, wie schaut es gerade aus. So. Ich und zu schnell fahren? Was? Geschwindigkeitsüberschreitung. 320 Tacken haben sie mir abgenommen dafür. Oh. Hallo, Herr Polizist. Hallo, Herr Polizist. Ja, mach, dass du wegkommst hier. Nimmst mir erst Geld ab und willst dann noch vorbeifahren. Ich fahr doch nur 90. Ihr fahrt ja schneller als ich, also müsst ihr ja noch schneller fahren. Ehrlich, ey. So. Sie werden müde. Finden Sie eine Parkmöglichkeit, um zu schlafen. Das werden wir nicht machen. Wir fahren nämlich durch. Wir sind da. Nächste Pause in 35 Minuten und wir sind in 50 Minuten da. Das wären jetzt, ja, 15 Minuten mehr. Also, das lohnt sich nicht, das Schlafen. Und dann, unser Auftrag läuft nämlich in 15 Stunden ab. Also, bis dahin haben wir Zeit, das zu machen. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Wir sollen da sein zwischen Dienstag 5.28 Uhr und Dienstag 12.08 Uhr werden wir erwartet. Ne? Ja, genau. Wir werden aber schon da Montag 21.25 Uhr oder 26 jetzt. Ja, dann sind wir einige Stunden früher da. Also sind wir fast 10 Stunden früher da. Das lässt sich doch wohl sehen. Oh, da hätte ich runtergemusst. Oh. So, Differentialsperrung. Oh. So macht man das. Ohne Probleme. Also ich habe da jetzt nichts gesehen. Wir sind von Anfang an richtig gefahren. So viel ist mal sicher. Ja, da, Differentialsperrung ist während der Fahrt leider nicht möglich. So. Wo wollen wir hin? Nach Hannover? Oh, da muss ich rechts bleiben. In 25 Minuten sind wir schon wieder da. Und unsere Pause wäre gewesen in einer Minute. Gut. Jetzt mal, scheiß mal auf die 25 Minuten jetzt hier. So. Fahren wir mit Tempo 60 runter. 40 erlaubt. Ja, oh, das geht. Nein, ich suche jetzt keine Parkmöglichkeit. So, ich muss da mal durch. Joe muss da mal da durch. Dankeschön. Was sind die Scheibenwischer? So, wo müssen wir lang? In 8 Minuten sind wir schon da. Da machen wir dann eine kurze Pause, pennen da einmal und dann fahren wir gleich weiter. So, dankeschön. Ich muss hier einmal durch. Mach, dass du wegkommst. So, Lichthupe und rüber. Schon wieder? Ich fahr doch gar nicht zu schnell. 65 ist immer noch im Rahmen des. Okay. So. Wir rollen jetzt schön aus. Oh, okay, oder auch nicht. Toll, jetzt sehe ich die Ampel nicht. So, einmal Platz machen hier. Hallo, ich bin da. Hallo, jemand da?
So, wo wird. Nee, das mache ich nicht. Das ist nämlich echt kacke hier. Wir machen jetzt einfach mal auf Nummer sicher gehen. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Auf der sicheren Seite, dann kann nichts passieren. Dann da, sonst müssen wir den Anhänger rückwärts da rein rangieren. Und nee, das kann ich nicht. Also könnte ich schon, aber ja, bräuchte ich eine halbe Stunde für oder so. Bis ich das irgendwann mal durch hätte. So, T. Motor aus. So, ausgezeichnet. Ja, geil. Oh, 5000. Ja, geil. Wir haben gekriegt Kilometergeld. Nix. Und wir haben 237 Kilometer zurückgelegt. Ja, jetzt machen wir kurze Pause. Auf was gehen wir dann? Fernfahrten? Ja, komm. Fernfahrten und dann weiter geht's. So. Und wenn ihr, wie schon gesagt, gute Spiele habt, die wir auch mal spielen können, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Das würde uns auf jeden Fall sehr helfen. Dann wüssten wir nämlich, was euch so interessiert und was wir noch spielen könnten. Also, ob es nun The Forest ist oder etliche andere, das ist eigentlich vollkommen egal. Oh, fast die Ampel mitgenommen. So. Scania-Händler. Da fahren wir so einen Parkplatz und pennen da mal. Toll, jetzt habe ich hier in der letzten Ecke stehen. So, pennen wir mal ein paar Stunden. Ah, perfekt, 6 Uhr morgens. So, einmal rum hier. So, was haben wir da vorne noch für ein Fragezeichen? Das. So, einmal Auftragsangebot, Frachtmarkt. Jetzt ein Schnellauftrag von hier nach. Zu lang, zu lang. So einen ganz kurzen nur. Der dann irgendwie hier nach Magdeburg oder so geht. Was eigentlich ein Katzensprung. Da, Magdeburg, wer sagt's denn? Was ein Katzensprung ist so. Bauholz. Hannover, Hannover. Ne, das kannst du ja vergessen. Oder Steinbruch. Gibt's auch immer in 2000 für. Ach komm, wir machen hier die Kohle. Machen wir jetzt wirklich nur einen Mini-Auftrag noch hier. Ansonsten wird das Video einfach zu lang. Und ich muss ja auch so. Es gibt ja auch immer Material, was man so ein bisschen wegschneidet, weil das einfach nicht. Ja, nichts geworden ist oder einfach nicht spannend oder weil es einfach langweilig ist. Und das muss man halt berücksichtigen. Oh! Was war das denn? Oh! Voll den Crash gebaut. Jetzt haben wir 5% 5% LKW-Schaden. Und irgendeine rote Lampe ist da an. Und das ist nicht die Handbremse. Die Handbremse ist da. Boah, aufpassen, ey. Ich fahre doch gar nicht so schnell. Ich fahre nur 60. Die hier mit ihrer blöden Geschwindigkeitsüberschreitung. Nein, ey. 80, ja gut, jetzt fahre ich 80. 90. Ja, ich fahre 0. Was wollen Sie denn? So. Und ich glaube, wir sind bis jetzt noch nicht einmal in der Nacht gefahren, wenn mich nicht alles täuscht. Das müssen wir auf jeden Fall bald ändern. Aber das kriegen wir schon hin. Ja. So, jetzt holen wir den Anhänger schnell ab hier. Ich hasse diese Drehkreuze, ich hasse die Dinger. Oh, nein! Ah! Fuck! Wenn ich jetzt noch jemanden dabei gehabt hätte, würde ich jetzt fragen, ob alles okay ist, aber. Scheiße!
Was mache ich denn jetzt? Hallo? Könntest du mich vielleicht anschieben? Vielleicht mal gegen mich gegenfahren oder so. Nee, was mache ich denn jetzt? Abschleppdienst. Oh. Oh, nee. Ja, komm, bring mich nach Hannover. Oh, scheiße. Nein, umgekippt. Wie kann das denn passieren, ey? ...7% LKW-Schaden, ey. Ja gut, ich denke aber trotzdem, das war's dann jetzt erstmal für diese Folge. Motor aus. So, wer will den LKW geschenkt haben? Ich verschenke hier einen schönen Ifico. Wer will Interesse... ...oder wer Interesse hat, meldet sich bei mir. Ich hau raus. Nein, so nicht. Wer Interesse hat, soll sich bei mir melden. Ich verabschiede mich. Bis dahin. Haut rein. Ciao.